Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Meine Handbremse war noch drin. In der Side-Story-Geschichte von von Stefan Schmidt. Ja, wir waren ja in der letzten Folge hier am Dreschen. Da ist der Tino ja noch, Oswi noch dazugekommen und, ja, da war ja noch der Stress mit dem Röhrisch. Ich bin mal gespannt, wann der mal wiederkommt. Und, ja, was ich mit dem mache. Ob ich dem sage, pass auf, pack deine Sachen und geh, oder ob ich sag, hier, erklär mal, was los war. Und, ja, das werden wir dann sehen. Weil ich will da eine vernünftige Erklärung haben, warum der da auf einmal so, ich sag jetzt mal, wie eine Tarantel gestochen wurde, ist, weggelaufen ist. Weil man kann mit mir reden. Wenn man was kaputt macht, dann wird das repariert, ist die Sache gegessen. Also da mache ich keinen Hehl draus. Ne, und, ja, lass uns mal überraschen. Was Röhrisch dann gleich zu erzählen hat, falls er mal wiederkommen sollte. Ja, wie gesagt, wir sind auf dem Feld von dem Sigi. Der ist ja jetzt in Urlaub gefahren, hat mich, oder mich ja noch gebeten, das Feld zu dreschen. Gegebenenfalls werde ich mir aber noch das Feld selber noch komplett bearbeiten. Aber das schauen wir dann. Ne, ob wir da mal mit dem Gruber rüber gehen. Oder so. Ne? Aber, ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und jetzt muss ich überlegen, wann die Folge ungefähr kommt. Ich weiß es nicht mehr. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Musik anhabe im Hintergrund. Das muss ich gleich noch zwischen den Folgen mal ändern. Ja. Aber das kriegen wir noch hin. Das bekommen wir noch hin. Der Oswin, der ist ja. Stefan! Grüß dich! Moin! Na, wie klappt das bei dir? Ja, es läuft sehr gut, du. Ich bin hier mit dem alten Klaas mega unterwegs, mit dem 208er. Ist aber nicht mein Alter, ne? Ist tatsächlich nicht deiner, ne? Okay. Ne, ist ein anderer von Herrn Klein Fahrzeugtechnik. Ja. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Du sag mal, Stefan, ich habe mal eine Frage. Ja. Wie rechnest du das Ganze denn ab? Würdest du mir das mal zeigen? Weil, wenn ich dich hier so ein bisschen unterstütze bei den Lohnarbeiten oder so. Ja, klar, können wir uns nicht einmal zusammensetzen, ist kein Problem. Das wäre ja schon mal interessant gewesen. Ich hab so ein Tablet, wo so ein Rechnungstool drauf ist, weißt du? Mhm. Und da muss ich dann angeben, für welchen Hof ich dresche. Ja. Und dann kann ich sogar noch die Felder mit angeben. Und da stehen dann die ganzen Hektarzahlen sogar schon mit drin. Und so rechnet er dann quasi aus, wie lange ich gebraucht habe. Okay. Und dazu kann ich auch noch die Stunde mit angeben. Ach, die Stunden kannst du auch noch mit angeben? Ja. Na, was rechnest du denn ab? Rechnest du dann quasi nur die... Oder, pass auf, lass uns das Feld mal fertig machen und dann kannst du mir das ja mal zeigen. Ja, können wir gerne machen, ist ja kein Problem. Ja. Ja. Ansonsten, wie sieht's aus mit den Auftragsbüchern? Also, ja, jetzt wird's was weniger. Ich muss jetzt gleich mal gucken, dass ich zum Kalle komme, damit ich mal was wie eine Kartoffelgeschichte für den Herr Pesch organisiert bekomme. Was, der Herr Pech möchte Kartoffeln ernten? Ich meine, Kartoffeln wäre das gewesen, ja. Ah, okay. Ja. Ja, Kartoffelernte ist auch, ja, ist schon sehr komplex, vor allen Dingen ultra teure Maschinen. Ja, auch, und ne? Die habe ich ja nicht, ne? Ach, das heißt, die leihst du dir dann auch mal aus? Würde ich mir dann leihen, ja. Okay, und rechnest das dann sozusagen mit ab. Machst du dann einfach die Maschine? Also, ich sag mal, der Lohnauftrag, das ist ja einmal die Stunden, die du wahrscheinlich abrechnest. Genau. Und machst du dann noch Fahrzeug oder ist das in Stunden mit drin? Nein, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein Fahrzeug leihen müsste, wie jetzt, nehmen wir mal den Kartoffelroder, ja, dann müsste ich noch eine extra Pauschale draufsetzen. Okay. Ne? Aber das kommt auch darauf an, wie viel halt die Miete kostet. Ne, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich muss für den Kartoffelroder, nehmen wir mal ein Beispielzahl, einfach nur 2000 Euro bezahlen, ne? Ja. Dann würde ich aus Kulanz sagen, pass auf, komm, ich nehme nur 1500, weißt du? Und die anderen 500? Würde ich dann auf meine Kappe nehmen. Weil ich habe ja im Endeffekt auch was davon, um mit so einer Maschine mal zu arbeiten, weißt du? Okay. Das mache ich aber für mich. Wenn du das sagen würdest, du würdest das anders machen, dann könntest du das dann für dich selber entscheiden. Ah ja, okay. Ne? Okay. Gut. Naja, gut. Dann lass uns das Feld hier mal fertig treten und dann schauen wir mal. Genau. Du, soll ich dir was sagen? Was denn? Ich wohne ja hier unten bei dem Herrn Klein im Haus, ne? Ja, da habe ich dich schon mal gesehen, ja. Ja, und weißt du, wer da jetzt noch mit eingezogen ist? Jetzt sag mir vielleicht der Röhrisch, weil den vermisse ich nämlich.
Nee, der ist nicht wieder. Ey, du, der Röhrig, ich weiß nicht, ob der hat ja ein bisschen Probleme mit der Polizei gehabt, ne? Ja, ich bin noch mal gespannt, wenn der mal irgendwie auftauchen sollte, was der für eine Erklärung hat. Ich gehe mal eben dran, ja? Ja, gerne. Kannst gerne zuhören. Lohnunternehmen Stefan Schmidt, Apparat, was kann er für Sie tun? Ja, hallo Stefan, der Malte hier. Ach, Herr Malte, was kann ich für dich tun? Ja, ich bin aus dem Gefängnis wieder raus. Ja, das ist ja schön. Dann, wo bist du gerade? Ich bin am Hof bei dir. Ja, dann bleibst du mal da, weil ich komme gleich wieder und dann möchte ich eine vernünftige Erklärung von dir haben, was mit dir los war. Ja, kriegst du dann. Ja, und ich sage dir jetzt schon mal am Telefon, wenn man was kaputt macht, kriegt man von mir keinen Ärger, dann wird es repariert, dann ist die Sache gegessen. Ja, das ist gut, dass ich das weiß. Da muss ich dir gleich was zu erzählen. Ne, wie gesagt, mach dir keinen Kopf, wir kriegen das geregelt. Am Drescher ist nichts passiert. Okay, gut, dann warte ich hier. Mach dir einen Kaffee, im Kühlschrank sind noch ein paar Snacks, die kannst du essen, ne? Ja, mach ich, danke. Und mach dir keinen Kopf, du wirst nicht gekündigt, sag ich jetzt mal. Okay, ja gut, dann bis gleich. Ja, bis gleich, ciao. Tschüss. Du, Stefan? Ja? Ich glaube, für wen ist denn das Feld? Sigi. Für den Sigi? Ja. Ah, für den Sigi, okay. Weil vielleicht sollten wir den Sigi auch mal sagen, dass unter den Bedingungen er natürlich nicht den besten Erntertrag rauskommt. Nee, das weiß er schon. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich danach noch jede Menge für den machen muss. Ja, ja, ja. Hat man auch noch Tiefen lockern und ja. Ja, ja, auf jeden Fall. So, was wird die Polizei denn jetzt hier? So, gut. Was, Polizei? Ja, ja. Wo bist du denn? Unten an den Anhängern. Achso, soll ich da auch abbungern einfach? Ja, ja, ja. Das soll ich da irgendwie sagen, wie viel oder so? Nee, das sehe ich ja dann in den Anhängern. Okay, alles klar. Guti. So, warte, ich komme auch mit hingefahren. Ja. Guten Tag. Was ist denn hier los? Ja, was, du Schmidi, komm mal mit da bitte, gell? Ja. Mitkommen. Du schau mal, wenn du schon ablädst, gell, dann steh deinen Scheiß bitte aufs Feld, weil da siehst du, wie dir geht, das ist da. Dann sag das bitte dem Sigi, er hat die hier abgestellt. Ja, aber jetzt schau mal den Dreck da am Boden an. Ja, den mach ich gleich noch weg, ich mir gleich eine Schaufel. Stell mal vor, ich fahr mit meinem Pickup da drüber, der rutscht da und liegt im Kram drin. Dann hol ich dich wieder mit der Feuerwehr raus. Ja, das ist doch scheiße, kann man verhindern. Hol einen Schaufel und einen Besen und mach's weg. Hättest du das so jetzt noch gemacht? Ja, passt, dann mach das. Gut, alles klar. Hallo, grüße. Ja, dass der dabei ist, Herr Lonzinger. Das heißt Lonzinger und nicht Lonzinger. Herr Lonzinger. Ja, wo Arbeit ist, bin ich, ist ja klar. Ne? Also, ich war mal schon beim Lonzi, dachte ich. Aber wenn Sie mich sitzen wollen, dann ist das für mich auch. Lonzi, grüß dich. Ja, aus Wien. Und Prakti, grüß dich. Ja, ja, hallo. Herr Prakti für dich. Entschuldigung, Herr Prakti, wusste ich nicht. Ja. Sagen Sie mal, ich habe eine Frage. Herr Franz. Machen Sie das sauber? Ja, danke. Den Prakti, entgeben Sie den irgendwas? Nimmt der irgendwas? Na, warum? Ja, weil der immer so aufgeregt ist. Ist halt motiviert. Leberkassemmel, ja. Leberkassemmel kriegt er alleweil. Essen Sie jetzt schon wieder? Ja, um 11:30 ist wieder Time, ja? Ja. Ich habe eine Frage. Prakti, geh mal auf Seite, ich muss hier kehren. Wie oft ist denn hier Leberkäs-Semmel-Time? Bei Ihnen am Tag so? Um 9:30 Uhr, um 12 oder 11:30 Uhr bis 12. Ja. Dann meistens um 14:30 Uhr nochmal und dann um 17 Uhr nochmal. Und dann um 18 Uhr gibt's Angebot. Ah ja, okay. Genau. Gut. Ja, ich habe nämlich gerade Lohnarbeit gemacht. Gucken Sie mal, den Drescher will ich mir vielleicht kaufen und dann werde ich hier ein bisschen Lohnarbeit in Rehbach machen. Hier soll die Dinge ins Kaffee. Naja, für einen besseren reicht es erstmal noch nicht, aber warum? Ja, wieso ist da ein kurzes Teil? Ja, finde ich auch. Also der ist. Die Farbe abgeblättert da, aber ansonsten. Ja, der ist ja auch schon 30 Jahre, ne? Ja, gut. Ein schönes Teil da, gell? Ja, macht eine gute Arbeit, kaum Ernteverluste. Also muss man schon sagen, die alte Technik ist eine feine Sache. Das hat was, ja. Was ist den Rest? Ostwien? Das ist aktuell noch von Herrn Klein, ja? Hast du noch Reste bei dir im Bunker drin? Ja, ich konnte nicht alles abbungern. Ja, ich tue es hier in meinen Anhänger rein. Du, okay. Oswin, wie hast denn du dieses Teil hergebracht? Wer ist denn das jetzt noch? Das ist der Röhrig. Hallo. Ach, der Herr Röhrig, grüße Sie. Ja, Herr Röhrig, sind wir wieder aus dem Knast raus, hä? Ja.
Rosenberg, wie ist denn das Teil da herkommen? Der Drescher. Wie meinen Sie das? Ja, wie ist der auf dieses Feld gekommen? Den habe ich hierher gefahren. Wo? Ja, wo sind sie lang gefahren? Na, auf der Straße hier vorne. Das hätten sie jetzt nicht sagen dürfen. Hä? Warum? Wie soll ich denn sonst hierher kommen? Schauen Sie mal das Kennzeichen an. Haben Sie da ein amtlich zugelassenes Kennzeichen? Ja, das ist ein Fahrzeug aus dem vom Herrn Klein. Ist das ein zugelassenes Kennzeichen, ja oder nein? Da kenne ich mich jetzt leider nicht so aus. Ich gehe jetzt mal da davon aus, dass der Herr Klein seine Fahrzeuge auch nicht zulässt. Das Fahrzeug ist nicht zugelassen. Er hat vergessen, die Kennzeichen runterzunehmen, wofür er Werbung quasi macht. Der hat deine liegen scheinbar noch im Werk. Das heißt für mich, dass das Ding nicht zugelassen ist. So, jetzt haben wir ein Problem. Sie sind mit dem Ding auf der Straße gefahren, wie Sie gerade sehr schön ausgesagt haben. Ja, da müsste ich jetzt den Herrn Klein mal anrufen. Na, das Problem ist, dass wir sind da in der Steuerhinterziehung. Lassen Sie mich bitte ausreden. Verstoß gegen Versicherungspflicht, Steuerhinterziehung. Gut, Missbrauch von Kennzeichen darf ich jetzt nicht machen, weil es ist ja quasi irgendwas draufgeschrieben. Aber der ja, Steuerhinterziehung und Verstoßversicherungspflicht haben wir auf jeden Fall, ja. Aber ich sehe da ein anderes Problem. Das wäre ich. Aber es ist eine Band. Also, er könnte ja mit dem Kennzeichen fahren. Ja, könnte er. So. Ja, genau, könnte ich. Ja. Ja, Herr Prakti hat recht, finde ich auch. Ja. Er kann überhaupt nicht mit dem Kennzeichen fahren. Aber das Problem ist, der muss da 20 km/h Schild dran haben. Ja, ja. Ja, das ist richtig, ist richtig. Aber das macht ansonsten nicht. Ist das Fahrzeug nicht erlaubt. Nein, auf ist zu fahren, das Schild fahren, abgefallen? Wenn es abgefallen jetzt ist, der sein Aufkleber sollte sein abgefallen, dann dürfen sie trotzdem nicht fahren. Nein, nein. Richtig. Also haben wir trotzdem ein Problem. Da ist mir der Aufkleber wahrscheinlich abhanden gekommen. Geben Sie mal die Fahrzeugpapiere bitte. Och Mano, ey. Ich will doch gar keinen Ärger hier haben. Ach Oswin, was machst du nur? Oswin, pass auf. So, hier. Bitte schön, Herr Lonzinger. Alles klar, bin gleich wieder da, gell? Ich gehe nur schnell, ich tank nur in den gelben Anhänger ab, ne? Ja, ich bin gleich wieder da. Vorsicht! Vorsicht! Au! Ja, geh da aus dem Weg, du Depp! Welches Kinder? Kann ja nicht wahr sein. So, rein damit. Es ist nichts passiert, Malte. Ich ruf mal den Herrn Klein an. Ja, ja, mach das mal. Ich ruf den mal an, weil das kann ja nicht sein, oder? Nein, nein. Der nicht hier einfach so und so dieses 20er Schild, mach die nichts raus, ich hab noch eins im Lager liegen, das können wir zu nur draufkleben. Ja, okay, alles klar. So, ja. Eine Sekunde. Ja. Malte? Ja? Wir reden nachher, geh mal zum Hof, schnapp dir einen Traktor, Tiefenlockerer, dann fängst du hier auf dem Feld an zu Tiefenlockern. Ja, okay, mach ich. Schmidt, ja? Kommen Sie mal bitte. Also bevor hier irgendjemand, also ich glaube, da müssen die Schläuche müssen dran. Ah, okay. Die macht man beim Ernten zwischendurch schon mal ab, damit da nichts an den Kupplungen drankommt, weißt du? Ah, ja, ja. Ich dachte nur, bevor es jemand vergisst. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Ja. Darfst du einen Keks mehr nehmen? Ja? Ja. Oh, gut. Wo sind die Kekse? Bei mir im Büro. Okay. Einfach hingehen dann. Einfach hingehen. Da, komm, weil du so schön fragst, darfst du auch zwei nehmen. Ja. Ja, okay. Und jetzt Abmarsch. Okay, Tun mal schnell den Drescher okay. Fährt. Ich bin wieder da. Ja, und was sagt er? Naja, irgendwie sagt er, man braucht keine bei 25 km/h. Hä? Und was ist mit den Kennzeichen? Ja, guten Tag. Sicher, dass das 20 km/h sind und nicht 25 km/h? Kann auch 25 km/h. Aber 20 km/h, kann nicht über 20 km/h. Und dann muss das Schild gegeben sein, das haben sie gemacht. Aber der fährt nicht schneller. Der ist. Der, 25 der km/h steht das, in Ihrem Zulassungsbrief. Oder genau, schneller fährt er nicht. 25 km/h und 20 ist die Grenze. Nein, 25. 20. 25.
25. 25. Diskutieren Sie weiter und die Strafe wird mehr. Sind Sie jetzt fertig? Stefan! Also, wir machen das jetzt folgendes, Herr 25. Rosenberg. Aus. Ja. Ich mach das Gesetz, nicht du, gell? Alles ja, klar. Ja, ja, Gesetz, ja. Ja. So. Also, schau mal her, da komm mit. Mhm. Okay, Herr Lonzinger, was machen wir jetzt? Warum machst du das jetzt schon wieder? Schmidti, weg da. Nein, ich will das mitzuhören. Das ist mein Mitarbeiter. Weg. Nein. Ich erteile Ihnen jetzt einen Platz, aber jetzt verschwinden Sie. Was geht denn lieber? Was geht der Polizist mir hier auf den Sack, ey? Ich gehe gleich ganz anders auf den Sack. Oh, Herr Lonzinger, Sie können ja, aber, Sie können ja richtig laut werden. Ja, ab und zu schon, ja. Also, okay. Also, damit das klar ist. Dann sind Sie die ganze Zeit schon wieder frech geworden. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich entgegenkommen. Jetzt haben Sie die ganze Zeit 25 Stück. Frech. Du hast gerufen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich hier unten anfangen soll, aber ich habe jetzt schon mal angefangen. Ja, ja, alles gut. Gut. Der Polizist, der macht ein bisschen Stress, der geht uns auf die Nerven. Okay. Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausspielen. Ja, der spielt sich gerne auf. Ja, ich habe dem auch gerade gesagt, was geht der mir auf den Sack. Ja, der hat mich auch so grob angefasst beim Verhaften. Ja, das dürfen die teilweise, wenn du dich wirklich wehrst und so weiter. Ja, naja. Aber da reden wir nachher in Ruhe drüber. Ja, ja, natürlich. Ne, gut, dann weiß ich Bescheid. Einmal das ganze Feld hier, ne? Ja, ja. Du. Wir haben hier mehrere Sachen, die wir hier machen müssen. Ja, okay. Ne, also, stell dich mal drauf ein, dass du in der nächsten Zeit hier auf dem Feld öfters bist. Ja, kein Problem, du. Ne? Dafür bin ich ja da. Ja. Gut, dann bis später. Bis später. Dieser Polizist, ne, also immer diese Dorf-Dullis, sag ich jetzt mal. Dann packt er seine Karre auch noch hier so beschissen. Normalerweise müsste ich dem in die Karre reinfahren. Aber so ein Assi, war das hier mal eine Scheune rein? Ja. Aber so ein Assi bin ich nicht. Drehen wir uns jetzt hier einmal. Hallo Dieter. Ich muss mal gucken, dass ich beim Kallemann Hochdruckreiniger bestelle. Habe ich gerade bemerkt. Bim, 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 mein Handy. Lohnunternehmen Reber. Stefan, später am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Servus, Stefan. Hi, der Sepp da. Hi, Sepp. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Du, ich hätte einen Auftrag für dich oder für euch. Ja, Sekunde. Wo habe ich denn meinen Kuli? Ja, hau raus. Also, ich müsste mein Feld düngen. Ja. Das Problem ist, das Feld hat keine Nummer. Wo ist das denn ungefähr? Zwar, das ist ober der Nummer 2. Oberhalb der Nummer 2. Ach, das Grasfeld da, ne? Ja, genau, das Grasfeld. Das ist so rechts. Die erste Düngestufe hat schon, aber das bräuchte noch eine zweite. Das ist also ja so rechts von der Gemeinde und so weiter, ne? Ja, genau, genau. Wenn du kannst ja auf dieses Tablet zugreifen, ne? Mhm. Und wenn du dann auf diese Karte gehst und drückst mal X, da kommt eine Nummer. Ah ja, genau, das war die 66. Ja, die kannst du mir dann ruhig auch sagen, das ist auch kein Problem. Ah, okay. Ja, einfach super. Nur düngen? Ja, genau, nur düngen. Ich denke, Kalken wird nicht mehr funktionieren, oder? Hast du da was drauf? Ist da, warte mal. Nein, es ist nur Gras drauf, aber ich glaube, dass das klappt nicht mehr. So, dann müssen wir dann, wenn du das mal abgeerntet hast, ja, dann musst du mir Bescheid sagen, dann machen wir das direkt. Ja, okay. Na, passt, na, da auf jeden Fall mal düngen und ja. Ich komme gleich rüber.
das mal. Ja, kein Stress. Super. Alles klar, dann bis später. Alles klar, Stefan. Jo, danke. Ciao. Dir. Ciao. Hoppala. Dann machen wir das gleich noch. Fahren wir darüber zum Düngen. Oder wir könnten eigentlich sagen, da das ja bei dem Siegi ein großer Auftrag ist, könnte der Malte das eigentlich mal kurz übernehmen und zwar rüberfahren zum Düngen. Machen wir jetzt auch. Ich muss mal gerade was anderes machen. Ist mir gerade aufgefallen beim Soundboard, dass das sehr laut war. Muss ich immer leiser machen. So. Du Malte? Ja? Du pass mal auf, wir haben ja auf dem Feld 17 einiges zu tun. Ne? Also da sind wir ja ein bisschen beschäftigt. Oh, mein Handy klingelt, warte mal. Ja, Oswin? Ja, ich bin's. Du, bist du hier auf dem Feld noch unterwegs? Nein, ich bin gerade auf dem Weg mit dem Drescher zum Hof. Achso, pass auf, dann komme ich jetzt mal zu dir zum Hof. Kannst du mir das mal zeigen mit der Abrechnung? Ja, ja klar, komm, wir machen eine Wachjob auf dich am Hof. Genau. Achso, du bist bei dir am Hof. Ja, ja, klar. Ja gut, alles klar, bis wo gleich. Wo bist du denn hin? Ich fahre jetzt das Schneidwerk wegpacken und dann komme ich zu dir zum Hof. Pass auf, dann warte doch am Feld, weil ich muss da mal Traktor noch holen. Dann können wir ja auch da machen. Ja, mach mal so. Gut, alles klar. Aber, ne? Ja, jetzt kommt zu dir rüber gefahren, ist kein Problem. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. So, dann fahren wir noch mal schnell rüber. Malta? Ja? Wie gesagt, wir haben ja da einiges zu tun. Wir haben ja da zum Beispiel Tiefenlockerern, ne? Ja. Kalken, Walzen und so weiter, ne? Ja. Pass auf, dann fahr du mal bitte nochmal zum Hof. Ja. Dann nimmst du dir mal einen Düngestreuer und dann fährst du mal zum Sepp aufs Feld oberhalb von der 2. Da ist ein Grasfeld. Das müsste gedüngt werden. Ja. Dann tust du das mal eben flott düngen, ja? Ja, ich lass den Tieflockerer mal hier stehen. Ja, fahr den noch ein Stückchen zurück, wenn möglich ist. Ja, alles klar. Bevor die Bullerei nachher wieder zu meckern hat. Jo, tu ich. Alles klar, ich danke dir. Jo, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Gott, Emma, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ich habe extra das Zimmer genommen, wo der Fluchtweg am kürzesten ist, ne? Ich habe schon ein bisschen Angst. Tara? Ich hoffe. Ja, wenn bitte? Ich würde dich gerne noch auf mein Zimmer einladen heute Abend. Hast du Bock auf eine Runde Playstation? Ey, da bin ich sogar auch dabei. Was du willst, ich habe fast alle. Haben wir jetzt eine Großkonferenz? Aber kommen wir nicht hier mit Sims und so ein Zeug. Wir spielen. Was? Ja, sicher. Bisschen ballern. Rumballern? Ja, klar. Geil. Mach mal. Gut. Headshot. Okay. Was wollen wir da spielen? Worms? Hä? Ja, Worms. D.O.D. Was für ein Zeug? Ja. D.O.D.? Ja, sicher. Okay. Alles klar. Also heute Abend eine Runde bei mir COD, ist, ne? Ja, ja, okay. Also wenn dann... gut. Alles klar. Zeug zur Gemeinde. Ja, aber dann im Aufenthaltsraum, ne? Also nicht bei dir im Zimmer. Wir haben ja, ne, wir haben ja wunderschön groß und so. Ja, ne? Aufenthaltsraum. Auf jeden Fall. Ja. Genau, Aufenthaltsraum. Ganz wichtig. Nee, Chips was habe ich nicht gemeint? Ja, was denn? Für welche? Weiß nicht. Irgendwas Leckeres überrascht mich. Okay, kein Problem. Bring ich mit. Oh, da habe ich schon welche. Ich habe richtig gute. Richtig gute habe ich. Und Äpfelwein, gell? Was für ein Zeug? Apfelwein. Oh, du willst ja rein hinter die Binde kippen? Nein, ein bisschen was. Wunderbar, sag mal. Wunderbar. Chips und Wein, da sehe ich mich. Und Shooter. Chips, Wein, Shooter. Okay, und morgen Frühsport. Ja, natürlich. Das muss alles auch wieder klar. Weg, ne? Kara, kein Problem, besorge ich heute noch. Gut, alles klar, dann muss ich erstmal auflegen, ne? Gott, Emma, das ist, glaube ich, nicht... Du hast also, noch Spray, soll ich dann, zum Dings kommen? Soll ich dann zur Gemeinde kommen? Was? Ich weiß bei der Gemeinde? Frau Dijk, soll ich dann zur Gemeinde kommen? Für was? Für zum Schuppen, ja, wegen der Felderbegutachtung da, wo sie mich mitnehmen wollten. Ach so, ihr wart gerade so in anderen Gesprächen, da denke ich mir so, hä? Ja, soll ich denn zur Gemeinde kommen oder nicht? Ja. Oder wo das hin? Ich kann auch zu einem Feld kommen.
Nee, zur Gemeinde. Am besten so um 12. 12, Gemeinde, alles klar, bis dahin. Ciao. Ciao. Stefan, so, pass auf, erklär mal hier. Pass auf, öffne mal das Tablet. Ja. Oder guck mit bei mir mit drauf, ist auch kein Problem. Ja. Dann hast du ja dieses Rechnungstool ganz oben hier, ja. Diese App, ne? Ja. Dann kannst du unten recht draufklicken, neue Rechnung. Super. Ah ja, okay. Das ist ja geil. Oh, der Röhrisch, ne? Mensch, mach vom Acker jetzt, ey. Wir ja. Machen hier Rechnung, Junge. Ich steh doch hier, ja. Hör mal, wir haben kein Dünger mehr ins ja, Tor. Ich fahr das nicht zum Landhandel, ja? Ja, mach. Gut. Wunderbar. So, warte mal. Ach so, und guck mal, da stehen hier ganz viele Sachen. Ernten Getreide zum Beispiel. Genau, da klickst du an. Ah, nee, warte mal, muss ich erst einen Hof auswählen? Du kannst das auch natürlich machen. Nehmen wir jetzt mal den Hof einfach mal zum Testen. Wir können ja den nehmen, der hier, von dem wir geerntet haben. Das ist der Ahnenhof. Ahnenhof? Ja. Okay, habe ich ausgewählt. Dann Getreideernte. Genau. Ach ja, und welches Feld war das? 17, ne? Richtig. 17, Feld auswählen. Oha, das ist aber ein ganz anderer Preis, wie ja. Du mir gesagt hast. Das ist ja auch... Das steht bei mir 4.100 Euro. Ja, das kommt ja auch auf die Größe dann an. Der rechnet quasi diese Hektarzahl und so weiter. Und jetzt könnte man sozusagen noch, was machst du jetzt noch drauf? Jetzt könntest du, hast ja diese Kostenanpassung, ne? Da könntest du sagen, pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel Dünger hast oder Saatgut, was du noch gekauft hast, ne? Könntest du einfach. Ja, nur ums Ernten hast, man. Nur reines Ernten. Dann halt, oder jetzt deine Maschine zum Beispiel, könnte man noch sagen, wir tun jetzt nochmal einen Tausender drauf. Wegen Fahrzeuge zum Beispiel, Verleihfahrzeuge, genau. Geräte. Genau. Ach ja, das ist ja genial. Ja. Dann lohnt sich das ja doch. Ja, es gibt zwar manche Felder, die, wo du halt wenig hast, ne? Wenn du so ein kleines Feld hast. Dann hier zwei. Und jetzt würde ich jetzt 5.100 Euro kassieren für die Ernte für das Feld. Richtig. Ich habe doch einen Drecher. Warte mal, wenn ich das Feld jetzt nicht ernten würde, sondern... Grubbern. Warte. Grubbern. Feld 17. 1.400 fürs Grubbern. Ja. Okay. Klar, ich bin der Meinung, man könnte die Preise noch ein bisschen anheben, aber dann müsstest du die ganze App überschreiben und umschreiben, weißt du? Nee, ich glaube, das geht schon. Meinst du? Ja, doch. Guck mal, wenn der jetzt sagt, du sollst das ganze Feld fertig machen, am Ende muss er auch noch was verdienen an dem Feld. Also ich habe jetzt hier noch einiges drauf zu tun, zum Beispiel Tiefen lockern, kalken, Steine sammeln, walzen, düngen, ansehen. Ja. Also ich habe das. Ja, wenn du willst, kann ich dir auch eine Arbeit abnehmen oder so und dann würde ich aber einfach mal die Rechnung an ihn stellen selber. Ja, dann mach das. Gut. Wie ist das jetzt mit der Ernte jetzt hier? Pass auf. Das rechnest du ja ab, ne? Ja, ich rechne das gleich mal ab, guck, was da, wie gesagt, nochmal genau rauskommt. Und dann werde ich einen Teil davon abgeben, wenn er das bezahlt hat. Ja, mach entspannt, Stefan. Ja. Ich muss genau, ich geh jetzt erstmal mit den zwei Gemeindedamen eine Runde auf Exkursion und dann melde ich mich nochmal, ja, ne? Mach das. Mach ganz in Ruhe, ne? Hast du noch Ernten aktuell? Also Ernten gerade aktuell? Nein. Okay, alles klar. Wie gesagt, ich hätte jetzt nur, wie gesagt, Tiefenlocken, Kalk und etc. pp. Alles klar. Weil hättest du denn Interesse gegebenenfalls mit der Kartoffelmaschine mitzuarbeiten? Gerne, Stefan, gerne. Dann versuche ich eine Kartoffelmaschine zu organisieren. Oh, siehst du, das interessiert mich auch mal. Da muss ich mal kurz reingucken. Neue Rechnung, Ernte, warte mal, dann machen wir Anruf und Ernte, Kartoffeln. Ach du heiliger Bimbam, welches Feld ernten wir da? Das muss ich gleich noch rauskriegen, das hat er mir noch nicht gesagt. Boah, ist knapp 7.000 Euro, ne, ja. Wir da kriegen hier auf dem Feld. Ja. Gut, Kartoffeln sind aber auch aufwendig, ne, muss ja, man dazu klar, sagen. Ja, klar. Also das ist ja, bist ja auch lange beschäftigt. Ja. Gut, Stefan, danke dir. Ich hab zu danken. Bis dahin, ciao. Bis dann, ciao. Doch, das war nicht gewollt. Fahren wir eben zum Sieger auf dem Hof und dann bringen wir dem das.
Warum minus 84.000 Euro? Warum ist mir jetzt gerade quasi Geld geklaut worden? Aber das regeln wir jetzt gleich noch. Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.